Folge Nummer 47 von Avorion. So, meiner 3, du hast keine Raffinebären-Ressourcen. Wir steigen aber mal gerade hier aus, weil den können wir doch jetzt wieder losschicken. Letztes Mal haben wir ja die Rekonstruktionsmarke und sowas gemacht. Jetzt kann der schauen, dass er hier was abbaut, ne? Da gibt es Asteroiden. Und hier gibt es ein Ressourcendepot. So, Craft ist hier und der ist auch hier. Nee, Craft ist nicht hier. Craft ist auch hier. So, das bedeutet, den machen wir jetzt erstmal hier. Der soll da hin. Der soll das machen. Der soll wieder zurückspringen. Und der soll da raffinerieren. Und dann soll er das wieder von vorne machen. Ich glaube, so ist richtig, oder? Sollte funktionieren. Gut. Das war jetzt ein Dock. Wir können jetzt aber noch schnell gucken. Da links gibt es was Neues. F. Ausrüstung handeln. Tesla Geschützturm. Titan-Abwracker, keine R-Geschichten dabei, oder? Flak geschützt und doppelt R. Nichts dabei. Klar ist er dabei. Kaufen. Ja, ich muss angedockt sein. Ich hoffe, ich schaffe es jetzt bis dahin, dass das so schnell geht. Und der da jetzt nicht gleich weg ist, ne? Dann ärgere ich mich schwarz. Weil der hatte Naonet an Bord, ne? Also nicht an Bord, sondern es war ein Naonet-Bergbaulaser. So, jetzt aber flott gucken. Kaufen. Wir haben ihn. der Rest ist nix. Einbauteile, Quantum-Hyperraumsprung, Sprungreichweite plus 3, kaufen. Radar-Upgrade. Ja, weiß ich jetzt auch nicht. Massenscanner, Reichweite plus 3. Auch noch. Gekauft. Den gibt es auch gleich zweimal. Der war es nicht. Komm, wenn der schon 3 hat, ne, dann machen wir den auch noch. Ein verbessertes Handelssystem. Preise von Gütern, Handelsrouten erkennen. Nee, das ist es nicht. Der Rest ist jetzt nix. Das gibt eine Funktionskarte. Achso, da können wir auch noch eine Karte kaufen, ne? Wie viel Geld haben wir denn jetzt? 5,5. Ich kaufe mal... Da kann ich ja nur die größere hier kaufen. Ich nehme mal 2 und hoffe, dass nicht die gleichen sind, ne? Orca-Klasse Neutronentorpedo. So, das war's. Jetzt müssen wir mal gucken. Da oben schwebt er irgendwo rum. Warte mal, wenn ich den auswähle, kann ich auch so direkt rein, ne? Ja. So, B. Ja, eigentlich wollte ich mit dem durch die Gegend fliegen und was abbauen. Was machen wir jetzt damit? Nein, ich fliege damit tatsächlich durch die Gegend und lass uns mal die Map aufrufen. Hier ist ein Schrottplatz. Astreiter Discover ist da. Aber ich müsste ja jetzt keinen Discover haben. Allerdings hat er auch schon alles discovered hier, wie wir sehen. Ich sehe keine Blipse mehr. Da ist böses Blut. Ich
Ich glaube, wir sollten vielleicht einmal hier reingehen, ne? Also, wir können da nicht hin. Blödsinn. Was ist hier jetzt? Asteroiden erfindet keine 400. Chat ist jetzt hoffentlich noch da. Und der findet keine Asteroiden mehr. Die Lady. So, dann. Müssen wir mal gucken, dass die Lady. Ja, die ist jetzt da. Ich weiß jetzt nicht, ob die noch. Ja, die springt jetzt nochmal auf jeden Fall und raffiniert Erze, ne? Ne, kann sie nicht mehr. Dann heißt es, sie soll dahin springen durch das Tor. Das ist schon mal gut. So, was gibt's hier? 784 und hier 1388. Reparaturdock und Schiffswerft, also nichts Interessantes. Ressourcendepot ist da, ne? Ja. Dauert ziemlich lange, bis die Lady da springt, aber das ist ja jetzt eigentlich auch ziemlich egal, ne? Weil die Lady soll ja dann. Warte mal. Die Lady soll dahin springen. Dann soll sie abbauen. Und dann. Reparaturdock. Gibt es hier Ressourcendepot? Ja, soll sie dahin fliegen. Dann soll sie raffinerieren. Dann soll sie zurückfliegen. Und dann soll sie das wiederholen. So, jetzt müssen wir gucken, ob Asteroiden da sind. Und so wie es aussieht, passiert da was. Ja, kommt gerade nichts raus, also muss da was sein. So, Asreiter 3 hat seine Aufgabe. Discover fliegt darum, hat keine Aufgabe. Und Craft ist hier. Und Entschuldigung. Nee, das war falsch. Ich wollte rauszoomen und Reiter 1 zum Beispiel sehen. Der hat auch nichts mehr zu tun. Das Depots. Nee, Ausrüstung wollten wir haben. So, der kann ja jetzt mal springen, wo ein Ausrüstungsdock ist. Und dann gehen wir da mal rein. Jetzt ist er da. Ein Schiff in Sektor wechseln. Ja. Kurz einmal reingeschaut. Okay. Es gibt ein Schiffswerft in diesem Sektor. Stationsgründung, eine neue Mission. Enter antworten, alles klar. Hallo, du wirst auf mich wie jemand, der gerne eine eigene Station hätte. Jo. Soll ich dir zeigen, wie man sich eine Station beschafft? Auf legale Art und Weise natürlich? Klar. Siehst du die Schiffswerft da drüben? Du kannst an jeder Schiffswerft ein Schiff bauen lassen. Wenn du eine Station gründen willst, musst du das Kästchen Gründungsschiff auswählen, wenn du deine Bestellung abgibst. Danke, ich werde es mir merken. Bring bitte genug Geld mit, wenn du eine Station gründen willst. Du wirst mindestens 6,5 Millionen brauchen. Ne, ja, aber noch nicht. Wenn du das Geld gerade nicht hast, kannst du das Stationsgründen aber auch später machen und das Schiff erstmal als normales Schiff benutzen. Okay. Ja, ich glaube, ich kann das noch nicht machen, ne? Mir fehlt noch eine Million, ich könnte die aber beschaffen in dem Sinne. Ich sehe gerade nicht das Symbol für das Ausrüstungsdock. Da unten, okay. F.
und abbauen. Ah, hier gibt es jetzt natürlich sowieso keine Naonet-Sachen, weil wir hier in der falschen Ecke sind. Scanner-Upgrade. Das ist ein Upgrade, das heißt, mein Scanner, den ich habe, könnte ich noch verbessern. Ich glaube aber... Ja, das brauchen wir jetzt nicht hier, das ist jetzt nicht das Tolle. Lass uns gucken. Es ist noch ausgewählt. Es gibt hier keine Blips. Dann springen wir mal... Ah, nee. So, er muss noch da springen. Ach so, ich bin in meinem Schiff, alles klar. Das muss ich auch noch begreifen, ne? So, er soll jetzt mal nach da springen und dann nach da springen. Dann gucken wir uns das da an. Ach, jetzt ist er tatsächlich schon so schnell gesprungen? Nein, ne? Nee, okay, passt noch. Das wäre jetzt der Hammer gewesen, oder? So. Ein Schiff in Sektor wechseln? Ja. In da unten ist es. Reingeguckt, aber da ist ja wie gesagt auch nicht so, ne? Eisenabwackgeschützturm. Ne, Maschinengeschützturm, das ist jetzt nicht das, was ich möchte. Schildverstärker, Geschützturm, Bergbausystem ist jetzt... Das ist alles nix. So, jetzt gucken wir noch nach Blips. Die es hier aber auch nicht gibt. Hat dieses Schiff jetzt hier gerade keinen tollen Generator da dran für Scannen? Wohl nicht, ne? Ja, springen wir dahin. Oh, das kann jetzt nicht sein, oder? Springen dahin. Konnte für den geben. Ah, ich bin wieder da drin, ist doch klar. Ah. Hallo? Kannst du mal woanders hingehen? So, jetzt aber. So. Springen dahin und dann springen wir dahin. Hier ist überall nichts. Da wäre ein Ressourcendepot, aber nichts Interessantes sonst. Ein Schiff in Sektorwechsel machen wir mal gerade. Gucken wir da mal rein, ne? Schauen uns das an. So, jetzt haben wir auch wieder ein paar Blipse hier, ne? So, fangen wir mal hier an. Sektor markieren. Sektor markieren. Sektor markieren. Muss ich die markieren, fällt mir gerade ein? Oder ja, weil sie außerhalb des Sektors da ist. Aber ich könnte es ja eigentlich auch ohne markieren machen. Ne? Komm, machen wir mal so. So, ihn habe ich ausgewählt. Ich möchte mit ihm dahin springen. Okay. So, ab in die Karte. Ihn ausgewählt und er springt dahin.
Er springt dahin, dorthin, 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 dort, 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 dort. So, da hat er was zu entdecken. Das war das Ziel. Okay, den haben wir. Und weg ist er. So, der entdeckt hier erstmal die Ecke, damit wir wieder wissen, wo was los ist, ne? Damit wir weitere Ausrüstungsdepots finden, die immer noch ausgewählt sind. Ist er schon hier? Ja. Okay, da gibt's was. Kein Ausrüstungsdepot. Ja, gut. Dann sollte er da einfach mal weiterfliegen und wir sind aber auch schon am Folgenende, würde ich sagen. Erstmal, ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen. Würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder mit dabei seid. Falls ihr noch kein Abo habt, macht eins. Falls euch die Folge gefallen hat, gebt einen Daumen hoch, macht euch die Glocke an, kriegt damit, wenn ich das nächste Video lade. Gerne Kommentare schreiben und auch gerne das Video auf anderen Kanälen teilen. Ich glaube, das ist ein Asteroid, den ich gebrauchen könnte, aber der ist dann mit Titan, dann geht das vielleicht nicht. Jo, hatte ich alles gesagt, ne? Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis dann. Ciao.